hier ist mein Ofen, liebste Schwester. Und wir basteln heute diese kleine Tic-Tac-Überraschung. Das ist, glaube ich, was für große und kleine Kinder. Wenn man das aufmacht, hat man hier einfach das Tic-Tac-Feld. Eine Packung Tic-Tacs zum Spielen und Vernaschen und eine kurze Anleitung dazu. Hier drunter versteckt sich ein Magnet. Das Ganze hier mit unserem Erdbeerset. Funktioniert quasi genauso und passen dazu natürlich der Erdbeermix. Und weil das schöne Set mit dem Apfel leider aus dem Programm rausgeht und auch die tolle Handstanze dazu, zeige ich euch das nun mal. Und wir basteln dann die Erdbeerversion. Das wäre quasi die Apfelversion mit dem Apfelmix. Wir brauchen natürlich Tic-Tacs, die zweifarbig sind, das müsstet ihr beachten. Sonst kann man ja nicht gegeneinander spielen. Und ich habe die Packung auf die große Schachtel angepasst. Da sind jetzt 49 Gramm drin. Dann legen wir mal los mit unseren Erdbeeren. Wir fangen an mit der Grundverpackung. Dafür brauchen wir weißes Papier. Dafür gibt es hier die weißen A4-Blätter und ich habe die Packung so ausgemessen, dass wir aus einem großen A4-Blatt zwei Umverpackungen schneiden können. Dafür wird zuerst gefalzt und zwar bei 6 cm, danach bei 8, also im Abstand von 2 cm dazu und dann bei 14. Das wären quasi hier dazwischen wieder die 6 cm. Bei 16, also wieder 2 dazwischen. Und dann schneiden wir das Blatt ab. Jetzt kommen nochmal 6 cm dazu. Also es wären hier 6, 2, 6, 2, 6. Und das Ganze wird einfach halbiert bei 10,5. Das wären jetzt zwei Grundverpackungen. Die können wir einfach nach außen falten. Dann brauchen wir noch innen die Box, wo dann die in die die Tic-Tac-Packung reinkommt. Die ist 13,5 x 9 cm. Da messen wir jetzt hier 13,5 x 9 cm. Ich mache jetzt auch gleich mal 2. Wir können die Box auch farbig gestalten, wie ihr wollt, und wird einmal rundherum bei 2 cm gefalzt. So, ich mache das jetzt hier mal mit dem zweiten noch dazu. Und unter die Box habe ich noch so einen kleinen Einleger. Da eignet sich jetzt Magentarot oder Wassermelone, irgendwas Pinkfarbenes, was gut dazu passt. Der ist 10 cm mal 5,5. Ich habe jetzt hier Wassermelone. So, das wären die beiden Streifen. Dann können wir die Box schon schneiden. Dafür schneiden wir wieder die Falzkanten ein. Mit diesem kleinen V. Auf beiden Seiten.
Ich mache das hier mal bei beiden Boxen. So, dann einfach wieder falten. Und kleben. Hier auf diesen Klebelaschen leimen. Und die dann umlegen, damit die Box entsteht. Auf beiden Seiten. Das sind die zwei Boxen dann für die Tic-Tac-Packungen. Und die pinke, das pinke Papierstück wird hier in die Mitte geklebt. Danach werden wir aber erstmal bestempeln. Sonst geht das mit der Box so schlecht auf den Tisch zu legen. Also einmal kurz hochhalten. Und das Papier einkleben. So. Jetzt könnt ihr natürlich entscheiden, welche Farbe ihr gern nehmen wollt. Ich nehme jetzt zuerst hier vorne. Machen wir so ein bisschen Hintergrund. Dafür habe ich aus Painted Poppies diesen Hintergrundstempel gewählt. Das wäre unser Hintergrundstempel. Und dafür nehme ich jetzt aber Magenta-Rot, weil das so richtig schön knallige Farbe ist, die dann auch gut zu den Tic-Tac passt. Einfach hier so zwei Stempelchen, hinten in die Mitte noch. Für diese Seite mache ich jetzt den Stempel nochmal sauber und bestempel das dann mit dem Gartengrün. Für die Rückseite nehme ich jetzt Gartengrün. Dafür habe ich den Stempel jetzt einfach abgewaschen, ein bisschen abgetrocknet. Oh, das war zu wenig. Aber das macht bei dem Hintergrundstempel nichts, da kann man einfach nochmal drüber stempeln. Das macht es ja gerade, diese Flecken. So, das wären die Seiten, die hier innen lassen frei. Und auf die langen Seiten nehmen wir jetzt Espresso. Und dafür habe ich mir den Stempel rausgesucht, versüßt dir jeden Moment. Der ist aus diesem Eiszeit, Eiszeit, so ein ganz langer. Den stempel ich jetzt hier auf den Streifen.
zwar auf beide Seiten. Und genauso hier. So, das wäre jetzt hier schon die Umverpackung. Jetzt fehlt natürlich noch unsere Deko. Jetzt kommen die Erdbeeren dran. Die Erdbeeren sind aus dem Set Bärenstark, die beiden. Und ich habe mir das Erdbeerblatt hier ausgesucht. Und nachher könnt ihr dann auch noch die passenden Blümchen dazu nehmen, klein oder groß. Das wäre die Stanze von der Erdbeere. Dafür reicht einfach ein Rest Weiß. Am besten schaut ihr euch, wie man den Stempel, also das Papier hier einschiebt, wie rum ihr die Erdbeere abstempelt. Und für die volle Erdbeere habe ich jetzt Kirschblüte genommen, damit es einen schönen, matten oder zarten rosa Ton gibt. So, da brauchen wir eine vorn und eine innen. Wir sind bei 2 Packungen 4. Und für den Rand der Erdbeere nehme ich wieder das Magenta Pink. Das ist so schön pink. Magenta Rot heißt es, oder? Ja, Magenta Rot. Genau, und dann ziele ich hier über meine Erdbeere und gebe dir noch so den restlichen Schliff. Ist ein bisschen daneben gekommen. Alles nicht so schlimm. So sehen die aus. Die kann ich mir ja schon mal ausstanzen. Jetzt schneide ich die aber noch ein bisschen schmaler. Damit nicht so viel Blatt verschwendet wird. So, jetzt muss ich mal hier tauschen, damit ich noch die kleinen Blümchen machen kann. Da ist die Farbkombination wieder die gleiche. Ich nehme jetzt mal die kleinen Blümchen. Ich weiß gar nicht genau, ich glaube die große Stanze geht auch. Wir nehmen die kleinen. Also da wieder genauso. Kirschblüte. Und die Umrandung mit Magenta. Jetzt müssen wir ein bisschen zielen. Ja, die erste war jetzt nicht so gut, da war ich ein bisschen zaghaft. Dann brauchen wir noch ein paar Stängel. Dafür nehmen wir wieder unser Gartengrün, damit nachher alles schön zusammenpasst. Nochmal umstecken die Stempel. Macht euch ruhig ein paar. Ich habe hier auch noch ein paar. Und dann fehlt noch für die Erdbeere der Spruch. Und zwar habe ich da hier etwas Süßes hilft immer. Das ist auch aus diesem Eisset, der Spruch hier oben. Der kommt dann hier in eine leere Erdbeere. Den habe ich jetzt auch mit dem Gartengrün abgestempelt. Jetzt wollen wir noch einen Rest. So, genau. Das passt. Dann stanzen wir erstmal aus und danach kleben wir. Also, der Spruch, den legen wir hier so in die Erdbeere rein, dass man alle Buchstaben gut sieht.
muss man ein bisschen zielen. Die Erdbeeren. So, jetzt springt hier alles über den Tisch. Mal kurz mal gucken, was man alles braucht und was nicht. So, dann brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar Stängel. Ja, die sind auch verkehrt rum, dann mache ich zuerst die Blumen. Immer die Stanze schön zusammendrücken, sonst verheddern sich die restlichen Papierteile in der Stanze und dann kann es sein, dann klemmt es. So, bei dem Stängelchen muss ich hier mal nachschneiden. Mal gucken, ob ich das noch rausbekomme. Das ist ein bisschen schwierig. Geht. So, und dann müssen wir wieder schauen, was gehört dazu. Die bestempelten. Ein großes Blatt hatte ich auch noch. Ihr könnt auch noch ein großes Blatt machen. Und zwar, Moment, das zeige ich euch gleich. Das hier unten. Das habe ich jetzt hier innen. Wir könnten das auch passend machen. Und machen das nur mit Gartengrün. Und zwar nur die dieses Gerippe des Blattes. Dafür bräuchten wir dann nochmal Gartengrün. Und unseren Papierrest. Wir haben jetzt noch einen Rest. Und dann wieder ausstanzen. Kennt ihr ja schon. So, wunderbar. Dann legen wir mal los. Das kann alles weg. Das auch. So, dann würde ich sagen, starten wir mal mit der Titelseite. Dafür nehme ich gerne die Dimensionals. Die sind ja doppelseitig klebend. Und ich biege mir die hier immer so ein bisschen einfach über die Finger. Und das Grün. Da kommt hier ein ganz kleiner Klecks Leim drauf. Der kommt hier auf die Erdbeere. So, da wir jetzt zwei Verpackungen haben. Zwei Erdbeeren außen und innen macht vier. Also vier Erdbeeren mit Grün. Wo ist die schon? So wenig Grün. Aber das ist gar nicht schlimm. Stanze ich einfach noch was. Ja,
Ja, das ist immer so, erst kommt gar nichts, ne? Und dann kommt zu viel. So, jetzt muss ich mal kurz einen Nachschub produzieren. Ach so, das war verkehrt rum, deswegen. Für die zwei mit Sprüchen brauche ich noch ein Plättchen. So, genau, das haben wir. Und jetzt kommt zuerst die Erdbeere. Wir nehmen, glaube ich, zuerst die mit dem Spruch, weil die andere wird dann so ein bisschen darüber geklebt. Da mache ich jetzt hier unten einfach zwei Abstandshalter drauf, dass sie so ein bisschen sich hier so aufbiegt. Seht ihr das so? Ups. Und die klebe ich jetzt hier oben schräg auf. Und das Grün der Erdbeere klebe ich direkt auf die Karte. So, ein bisschen hier unten drunter. Ein bisschen andrücken. Und die ausgefüllte Erdbeere mit Farbe, die kommt jetzt hier schräg oben drüber. So. Die gehören ja gar nicht dazu. So sollte es aussehen. So, und als nächstes kommt der Verschluss. Jetzt brauchen wir gleich unsere Packungen. Jetzt kleben wir zuerst hier unsere Kiste rein. Da kommt dann die Verpackung rein. Nee, andersrum. In die Verpackung kommt das Dicktag rein. In die Verpackung das Dicktag. So, jetzt braucht ihr so kleine Magnete. So sehen die aus. Ich mache mal ein bisschen Platz, dass man was sieht. Also so bekommt man die. Die hängen hier immer so gegeneinander und ihr zieht die einfach so ab, dass die Zusammengehörigen auch zusammen sind. So, Moment, ich zeige das nochmal. Und die sind schon mit Klebefläche versehen. Ihr zieht einfach diese Klebelasche ab und klebt die hier relativ weit außen, aber nicht ganz, auf diese Seite. Dann zieht ihr hier von dem zweiten Magnet die Klebelasche ab, legt die Seite hier über euer Tic-Tac und jetzt müsst ihr hier gut die Seitenkante anlegen und andrücken. Dann bleibt das Magnet hier direkt kleben. So sieht es aus. Ich zeige es nochmal bei dem hier. Also, zuerst ziehe ich hier das Magnet ab, löse die Folie von einer Seite und klebe das Magnet hier an die Seite, löse die zweite Folie,
schlage die Seiten ein, wie ich sie brauche und drücke an. Und dann haben wir unser Magnet schon installiert. Damit man den Magnet jetzt nicht gleich sieht und auch nicht gleich abgefummelt wird, zum Beispiel von den Kindern, überkleben wir den auf der einen Seite mit der Erdbeere, und zwar hier. Einfach Kleber drauf machen auf die Erdbeere und ein bisschen andrücken. Das funktioniert auch durch das Papier durch, der Magnet. Jetzt mache ich das nochmal hier. Ein bisschen andrücken. Hier auch nochmal. Und den Spruch für diese Tic-Tac habe ich euch als PDF hinterlegt. Den braucht ihr bloß ausdrucken. So sieht es dann ausgedruckt aus. Ihr schneidet es einfach in Streifen und kürzt es. Müsst ihr ein bisschen schauen. Ich habe hier meine eigene Druckereinstellung ein bisschen falsch gemacht. Das müsst ihr natürlich ausprobieren. Das habe ich jetzt direkt auf unser weißes Papier gedruckt, weil das schön stabil ist. Man kann es auch einlaminieren, aber ich vermute mal, dass die Verpackung nicht so ewig halten wird, dass sich das lohnen würde, das jetzt noch einzulaminieren und dann noch so viel Plastik zu benutzen. Also, dann schneidet ihr die Streifen euch zurecht. Müsst ihr jetzt gucken, wie ihr das ausgedruckt habt. Bei mir ist das hier so bei 5,5. Und dann auch so ähnlich bei 5,5. Und die Höhe ist so ungefähr bei 10. Kommt auch ein bisschen auf den Druck drauf an. Und jetzt macht ihr einfach die Anleitung auf die rechte Seite. Und das Tic-Tac-Spielfeld auf die linke Seite. Und das klebt ihr jetzt über den Magneten. Dasselbe nochmal hier. Anleitung, rechte Seite. Wenn das so aussieht wie bei mir, hier so angefressen. Hier. Dann braucht ihr, wie ich, dringend mal ein neues Schneidmesser. So, und hier wieder über den Magnet. Das muss man ganz klein bisschen mehr andrücken. So sehen die jetzt aus. Und wenn ihr wollt, könnt ihr noch eure Blümchen, die ihr vorhin schon ausgestanzt habt, hier noch so ein bisschen als Deko mit draufkleben. Jetzt habe ich mein Blatt vergessen. So, und dann sind wir schon fertig. Dann kann man es einfach zuklappen. Und entweder selber Tic-Tac spielen, also Tic-Tac-Toe spielen mit den Tic-Tacs. Jetzt könnte noch Zungenbrecher werden. Oder natürlich verschenken. Super Geschenk für Erwachsene und auch für Kinder. Dann wünsche ich euch viel Spaß damit. So, so sieht nochmal die Apfelversion aus.
Dann viel Spaß, ihr Lieben. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Ciao.